Alphan hier, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ranfield, Bring Your Own Blood. Vielen Dank an Chrissy Langfinger für den Hinweis. Ich habe mir Screenshots und ein paar kurze Clips angeschaut. Das sieht wohl ziemlich geil aus. Wir haben es hier wieder mit einem Roguelike zu tun. Zu dem Kinofilm mit Nicolas Cage. Ihr kennt ihn noch, Nicolas Cage. Da spielt er, glaube ich, eine Art Dracula. Und das ist ein Roguelike-Game zu dem Film. Ja, Nicolas Cage. Kennt ihr noch von früher? Face Off. Con Air. The Rock. Und dann gibt es heute auch noch einige Filme von ihm. Und das ist, glaube ich, eher Geschmackssache. Können wir das so lassen? Ja, okay. Gucken wir mal rein. Ich habe selber noch gar nicht gespielt. Wir haben hier so einen Shop für Langzeit-Upgrades und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken uns das an. Hallo, ich heiße Ranfield. Speziale erhält während der Extraktionsphase Abklingzeitreduzierung. Mehr haben wir noch nicht. Bestätigen wir. St. Louis Friedhof. Parade. Ah, hier gibt es noch ein paar Sachen zum Freischalten. Gehen wir mal rein. Zack. So. Nein. Moment. Ich muss da mal kurz rausgehen. Nein. Oh. Ja, Leute, das kommt hier mit rein. Die Pfeiltasten funktionieren nicht. Oh nein, ich verstehe das nicht, Leute. Also da bin ich ja mega empfindlich. Ich verstehe das nicht. Was soll das, Mann? Jetzt muss ich mit VR, ja, für mich schon mal Punktabzug. Bin ich ehrlich, aber schauen wir mal. Sieht grafisch schon mal ziemlich cool aus. Oh, guck mal, die splattern richtig. Hä? Ach, und die Maden sammeln wir ein. Boah, was meint ihr? Schon mal von der Optik, von den Effekten? Das ist ja geil. Ich weiß auch gar nicht. Die haben, glaube ich, sonst gar keine Funktion. Ich kann mich jetzt auch täuschen. Ich mache mal hier rein. Aber das sieht schon mal sehr cool aus. Mondschein, vorübergehende Unsichtbarkeit beim Betreten eines Raumes. Hieb eine Richtung Schattenklaue. Nehmen wir das mal. Und jetzt wird es natürlich auch interessant. Wie viele Waffen gibt es? Was kann man hier alles einsammeln? Käfersammler. Aber erster Eindruck schon mal sehr gut. Auch die Musik. Wir sind halt hier so auf dem Friedhof. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob man hier ein bisschen rumlaufen kann, ob sich hier irgendwas noch verändert. Das wird auch locker im Livestream gedaddelt. Ihr wisst ja, hier auf dem Kanal Roguelike Games sind hier zu Hause. Ich spiele aber auch andere Games, ja. Ich spiele auch das, was mir gefällt. Populäre Games, Retro Games, hier ist alles dabei. Und bald in naher Zukunft gibt es hier auch nur noch Diablo 4, ja. Ich erwähne es nur noch einmal. So, wir haben wieder Level Up. Pulsieren um den... Ah, Hieb in eine Richtung, ne? Die haben wir. Lila Fledermaus verschießt ein Geschoss auf den nächsten Gegner. Ah, ich will das mal haben. Ich will die Fledermaus haben. Ranfield. Area cleared. Alles klar. Jetzt können wir uns hier verschiedene Wege aussuchen. Seht ihr das? Drei Stück an der Zahl. Dann gehen wir mal unten längs. Oh, der hat auch eine Knarre am Start. Ihr wisst ja, ich bin ja auch so ein Fan, so wenn es um blutige Sachen geht, so diesen leichten Gore-Touch. Über den Film kann ich euch noch nicht viel sagen. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Hat auch so leicht Casino-Geräusche. Ja. Er ist wohl so eine Elite, wenn die so einen Umriss haben. Space um Spezialangriff. Ja, jetzt geht's los mit WASD, weil ich bin Linkshänder, Leute. Es ist ganz komisch. Und mit der linken Hand benutze ich halt immer eigentlich die Maus. Und mit der rechten die Pfeiltaste. Und jetzt muss ich mit der linken die... Ah, das ist ganz blöd, Mann. Naja, schauen wir mal. Ich will jetzt einmal die Fähigkeit... Oh, was war das denn? Mich alles einsammeln. Und es geht weiter. Verschießt einen auf den nächsten. Ach, den können wir die Käfer laufen auf dich zu. Ich bin genug.
Sieht ein bisschen aus wie One Punch Man. Jump. Das soll jetzt auch mal weitergehen. One Punch Man, nächste Season, Mann. Gegen Garo. Will ich auch mega abfeiern. Und heute muss ich mir reinziehen. Entweder mal ist morgen. Ja, wohl hier. Na, scheiße. Kimetsu no Yaiba. Ist, glaube ich, gerade auch ein sehr gehypter Anime. Habe ich auch schon mega Bock drauf. Ich fand den Kinofilm geil. Ich fand beide Seasons bis jetzt gut, die ich gesehen habe. So, warte mal. Ah, wir können unsere... Ah, unsere Hauptfähigkeit seht ihr halt oben. Ist unser Leben. Und wir haben sehr wenig Leben. Dann müssen wir da... Ich nenne es jetzt einfach mal Mana. Es ist wahrscheinlich eher Blut oder... Oh, oh. Ja, ein bisschen Leben zurückbekommen. Was sammelt man hier alles ein? Wahnsinn. Ich würde aber mal gerne wissen, was es mit den Käfern auf sich hat. Weil das ist ja nicht unbedingt Vampir-typisch. Boomerang-Flugbahn. Erhöht Stärke. Ich gehe auf Stärke, weil das macht ja alles stärker. Gehe ich mal von aus jetzt. Ups. Area cleared. Jetzt gehen wir mal nach rechts. Oh. Und ihr kennt Scarlet Tower. Habe ich hier auch schon ein paar Mal gespielt. Werde ich irgendwann auch nochmal spielen. Aber ich finde die Effekte, vor allem die leuchtenden Effekte, erinnern mich unheimlich daran. Ist vielleicht hier sogar noch ein Zacken heftiger, also geiler, würde ich behaupten. Obwohl sich Scarlet Tower von seiner Pixelgrafik, also mit seiner Pixelgrafik auch nicht verstecken muss. Wir sind jetzt gleich tot. Sollten wir jetzt gleich sterben? Ich meine, wir sind ein Vampir. Sollten wir gleich, ja, keine Ahnung. Dann wird das nämlich heute eher... Oh, freigeschaltet. Ich habe eine rote Fledermaus, Nebelform. Ich habe es an der Hand, glaube an dich. Das ist schon mal geil, dass man Sachen auch noch freischaltet. Gucken wir noch mal kurz ein paar Erfolge rein. Belohnung. Außergewöhnlicher Sklave. Gibt es also noch allerhand Sachen. Seht ihr das? Rette die Dirn. Jetzt können wir hier mal im Shop... Wir haben 6000 und jetzt kann ich hier, was hier sagt, den kann ich auch noch upgraden. Wahrscheinlich habe ich dann ein extra Leben, tippe ich jetzt mal. No items available. Talente. Kaufe ich einfach mal. Und mehr von dem Spiel, es wird hundertprozentig gespielt, werdet ihr in meinem Stream sehen. Ich glaube nicht, dass ich heute streame. Morgen ist Freitag. Ich wollte morgen Nordic Ashes streamen. Und ich werde das wahrscheinlich auch noch einbauen. Wir nehmen den auch nochmal hier. Ja, so. Mal kurz gucken, haben wir noch einen neuen Charakter bekommen? Nee. Also komm. Einmal noch kurz testen. Haben wir jetzt irgendwas hier? Die neuen Fähigkeiten will ich nochmal schauen. Ups. Ich spiele gerade auch mega schlecht, ne? Und natürlich, ich muss mir irgendwann echt mal einen Controller holen für die Spiele. Sicher jetzt erst, ich kann die Grabsteine auch kaputt machen. Erster Eindruck, sehr gut. Wird sich zeigen, wie viele Details das Spiel am Ende hat, wie viele Upgrades... Wie weit das nachher geht von den Leveln. Ich bin echt gespannt. Würde mich mal interessieren, was ihr von dem Spiel bis jetzt hält. Und vor allem, überlegt mal, dass dieses Spielgenre Roguelikes jetzt so Verknüpfungen haben mit aktuellen Kinofilmen. Da seht ihr mal, schlägt schon Wellen. Ziemlich krass. Ich freue mich auch in Zukunft auf immer mehr solcher Games. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir mal einen Hinweis sonst gibt. Ich gucke ja selber auch immer nach. Ich gucke bei Steam nach und bei YouTube. Aber wenn jemand von euch auch mal ein richtig geiles Game hat, könnt ihr ruhig in die Kommentare oder bei Discord reinschreiben. Ich schaue mir das auf jeden Fall an.
Ich kann aber auch nicht immer alles spielen. Ich habe schon so viele gute Vorschläge von euch bekommen. Ja, und ich muss manchmal auch planen. Das sollte jetzt auch erstmal gewesen sein. Heute etwas kürzeres Video. Macht es gut, euer Alfan. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream. Ciao, ciao.